An drei Stellen waren gestern die Einsatzkräfte im Besonderen im Einsatz, um Schwachstellen im Deich auszubessern. In der Wasserstadt wurde ein durchnässter Deichabschnitt mit einer Schutzkonstruktion verstärkt. Auf der A9 bei Mildensee zwischen dem Schöpfwerk Karpen und dem Verbandsdeich wurde der Abschnitt mit Sandsäcken verstärkt und erhöht. Und in der Südstraße in Roßlau hinderten Taucher der Wasserwacht die Rossel daran, durch den Schutzwall zu drücken. Am Abend traf Oberbürgermeister Clemens Koschek auf dem Sandsackplatz ein und bedankte sich bei den vielen freiwilligen Helfern und dem THW für ihre tatkräftige Unterstützung. Rund 3000 Freiwillige hätten sich zur Abwehr des Hochwassers gemeldet. Für Koschek nicht nur eine tolle Leistung, sondern auch ein Zeichen von Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn. Und auch Unterstützung aus den Partnerstädten hat sich angekündigt. So trafen am Vormittag ca. 50 Helfer aus Ibbenbüren und 13 aus Ludwigshafen in der Stadt ein. Letztere hatten zwei Großpumpen mit einer Gesamtleistung von 11.000 Liter pro Minute mit im Gepäck. Untergebracht werden die Gäste zum einen in der Elbe-Rossel-Halle in Roßlau und in der Turnhalle Akazienwäldchen. In der Nacht sickerte dann trotz vorheriger Schutzmaßnahmen auf einer Länge von ca. 150 Metern Wasser auf die A9. Grund zur Besorgnis bestehe allerdings nicht. Die Polizei führte Sicherungsmaßnahmen durch. 3000 zusätzliche Sandsäcke verstärken nun den Bereich. Die gesperrte Ortsverbindungsstraße zwischen Solnitz und Retzau wurde am Morgen gegen 10 Uhr für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben. Zudem wurden Schülerinnen und Schüler aus Mildensee, Solnitz und Kleutsch mit Bussen der DVG zur Grundschule Waltersee transportiert. Am Vormittag wurde der historische Pegelstand der Elbe vom 18. August 2002 mit 7,16 Metern erreicht. Die neueste Prognose für die Elbe sieht einen Pegel von 7,50 Metern am Samstagnachmittag vor und liegt damit deutlich unter dem ursprünglich erwarteten Wert. Am Waggonbau mussten in den Morgenstunden Feuerwehr und THW gerufen werden, weil der Deich anfing, durchlässig zu werden. Die Straße ist momentan gesperrt. Die Schadstellen werden nun mit Sandsäcken verstärkt.